Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich war schon länger nicht mehr draußen, wurde jetzt allerhöchste Eisenbahn, dass ich mal wieder in den Wald gekommen bin auch. Und ich habe eigentlich gar nichts großartig geplant jetzt an Videoideen, nichts vorbereitet, mir fast nichts überlegt. Ich habe einfach gedacht, ich nehme die Kamera mal mit, mache einen Spaziergang und eventuell fällt mir was ein, was ich unterwegs erzählen möchte. Und tja, es ist mir was eingefallen. Erwartet das aber bitte nicht, dass das jetzt allzu, also selbst für meine Verhältnisse könnte es sein, dass dieses Video etwas unstrukturiert sein wird. Aber ja, ist nur so ein ganz kleines Gedanken zum Wald Videöchen. Nichts Besonderes. Wahrscheinlich hat es auch keinen großartigen Lehrwert. Ob es einen Mehrwert hat, das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt dann feststellen. Ich hatte mal ganz am Anfang eines meiner ersten 20 Videos, ich weiß nicht mehr genau, welche Nummer das gewesen ist, aber ich denke, unter den ersten 20 könnte es fast drunter gewesen sein, war, dass ich mal ein bisschen versucht habe zu definieren, was Wald eigentlich ist. Hatte mir dafür eine Leine in den Wald gespannt und da sogar noch so ein paar Posterchen dran gehängt. War ein Experiment, mache ich nicht nochmal, zumal keine Sau kann das lesen, was ich da so schreibe. Und wenn ich versuche, was zu malen, dann ist es recht katastrophal. Und große Plakatpapiere, da lasse ich die Bäume lieber stehen. Also bevor ich sie zu großen packe. Klopapier ist eine viel sinnvollere Einrichtung. Das zu ganz wenigen Prozenten überhaupt nur aus frischem Papier, also Holz, besteht. Naja. Aber warum nicht nochmal mit ein bisschen räumlichem Abstand, mit ein bisschen mehr Nachdenken meinerseits und mehr Erfahrung vor der Kamera die Frage klären, was ist eigentlich Wald, wo sitze ich hier? Es ist so, es gibt so im Wesentlichen drei mögliche Walddefinitionen, die so genannt werden, wenn man jemanden meiner Kategorie fragt, was denn eigentlich Wald ist. Da kann man erstens mal juristisch, rechtlich dran gehen und damit ist das so fast schon die gängigste Definition in Deutschland abgedeckt, weil wir ja gerne juristisch, rechtlich an Dinge herangehen in unserem Lande. Was man sich jetzt streiten kann, ob das immer notwendig ist, sicher nicht, aber ganz falsch sicher auch nicht, weil sonst hätten wir Zustände wie in den schönen Ländern, die man zurzeit immer in den Nachrichten hört. Aber wie dem auch sei, die rechtliche Definition von Wald ist, dass Wald eine mit Forstpflanzen bestockte Fläche ist. Also sprich, wenn ihr irgendwo eine Forstpflanze findet, so wie zum Beispiel diese Kiefern hier, zwei Stück, dann seid ihr im Wald. So einfach ist es jetzt natürlich nicht. Das Gesetz nennt dann einfach nochmal ein paar Flächen, die zusätzlich zum Wald gehören, auch wenn keine Forstpflanzen explizit draufstehen. Zum Beispiel ein See im Wald, eine Hütte im Wald, Straßen im Wald, also Forststraßen, Holzlagerplätze im Wald, sonstige Flächen, die in irgendeiner Form der Forstwirtschaft dienen. Solche Dinge. Und sie nennt auch ein paar Ausnahmenflächen, die möglicherweise mit Forstpflanzen bestockt sind, aber trotzdem kein Wald sind. Das variiert auch ein kleines bisschen nach Bundesland, beispielsweise eine Christbaumkultur. Also im Prinzip ein Acker, auf dem Weihnachtsbäumchen stehen, die auch nur so groß werden, dass man sie als Weihnachtsbäumchen umsägt und dann als Weihnachtsbäumchen entsprechend in die Bude stellt. Oder ein Park. Ein Park ist auch immer davon ausgenommen, dass er ein Wald ist. Auch wenn es Parks gibt, die schon sehr waldartig aussehen, sind die noch kein Wald im Rahmen eben des Waldgesetzes, das ja dann eben definiert, was ein Wald ist. Und da das alles so schön geregelt bei uns in Deutschland ist, können wir dann auf eine große, große amtliche Karte gucken und auf der können wir sehen, Stadt, Land, Wald. Wahrscheinlich auch Fluss ist aber auch dabei, aber der ist, sofern er durch den Wald fließt, mal von der Wasserfläche abgesehen, übrigens auch Wald. Wenn es ein kleiner Fluss ist, ist er komplett Wald. Wenn es ein großer Fluss ist, ist nur die Wasserfläche kein Wald. Gibt es Ausnahmen, aber in der Regel tatsächlich so definiert. Das ist jetzt relativ trockener Stoff, aber es wird noch interessanter. Die nächste Walddefinition, die dann schon nicht mehr so geläufig ist, die man auch, für die man ein bisschen
tiefer bei Wikipedia nachlesen müsste, um sie rauszufinden. Ich will jetzt nicht behaupten, die ist unglaublich geheim. Das stimmt jetzt auch wieder nicht. Ist die, ja sagen wir sie mal, meteorologische Definition, dass ein Wald dann ein Wald ist, wenn er ein waldtypisches Innenklima aufweist, also ein Waldklima. Das kommt dadurch zustande, dass wir ja über uns irgendwo ein mehr oder weniger geschlossenes Kronendach haben. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es sehr geschlossen ist, dann ist das Waldklima am deutlichsten ab einer gewissen Lichtigkeit des Waldes. Das Wort gibt es in der Fachsprache übrigens nicht, da bin ich mal vom Prof angeschnauzt worden. Lichtigkeit, was ist denn das? Das gibt's doch überhaupt nicht. Oh, das hat Ärger gegeben. Oh, und das war in der mündlichen Prüfung. ja, jedenfalls, ich habe mir gemerkt, dass es das Wort nicht gibt. Je dichter der Wald, dicht gibt es. Desto deutlicher dieses Waldinnenklima, das einfach dadurch resultiert, dass die Energieumsatzfläche, die Sonne prallt auf eine Fläche und dort wird die Energie umgesetzt. Sonnenenergie wird absorbiert, reflektiert, ja, die beiden Sachen im Wesentlichen, um es ganz kurz zu halten. Und das passiert halt eben im Wald als dieses besondere Ökosystem, das er darstellt, da oben, nicht unten auf dem Boden, wie das in den anderen Nicht-Waldökosystemen meistens der Fall ist. Oder die Energieumsatzfläche liegt halt 2 Meter über dem Boden, im Fall vom Maisfeld. Oder ein bisschen mehr als 2 Meter. Da sind die Unterschiede dann nicht mehr so groß, ob es jetzt 2 Meter oder direkt am Boden. Da gibt es durchaus Unterschiede, aber die sind nicht so deutlich, wie wir das im Wald feststellen können. Denn da haben wir durchaus mal Temperaturunterschiede von 3 Grad. Und zwar im Sommer innen kühler, im Winter innen wärmer. Gilt nicht unbedingt am Waldrand, da gibt es noch mal so gesonderte Fälle und eben auch ganz und gar nicht auf irgendwelchen kleinen Sonderflächen im Wald. Dazu muss ich auch bald noch mal ein Video drehen. Vielleicht schaffe ich es heute noch. Ich glaube nicht, Sonnenstand ist schon nicht mehr so hoch. Aber so generell im geschlossenen Waldsystem, ohne irgendwelche Löcher drin, sind das so die wesentlichen Dinge, die dazu zu fühlen sind, nicht mal zu beobachten. Man kann es ja wirklich fühlen. Das ist auch sowas, ich möchte ein bisschen in die philosophische Richtung heute mal ausnahmsweise abdriften, was so eine Besonderheit eben am Wald ist, man kann es fühlen, dass man im Wald ist. Man sieht es nicht nur, man hört es nicht nur, indem man wenig hört und wenn man was hört, dann eher so ein Knacken. Oder ein Krankenwagen, wie jetzt gerade im Hintergrund, weil leider der Schall auch bis hier hoch reicht. Also ich bin durchaus jetzt weit im Wald. Ich bin jetzt nicht irgendwie kurz hinter der Straße, aber manchmal reicht es halt doch bis hier hoch. Ja, man kann es eben einfach auch spüren. Die Luft ist anders. Wir haben im Wald eine andere Luftfeuchtigkeit. Die Luft fühlt sich wirklich anders an, die schmeckt anders. Selbst wenn man wie ich Riechlegastheniker ist, bekommt man sofort mit, dass man es mit Waldluft zu tun hat. Einfach weil sie in der Regel feuchter ist. Im Winter eben auch ein bisschen wärmer. Es ist einfach die bessere Luft, ohne das jetzt scientific-mäßig erklären zu können, warum das so ist. Sie enthält übrigens auch wirklich weniger Feinstaub, weil dieser ja auch teilweise an den Blättern dann wirklich auch hängen bleibt. Vom Regen dann auch von den Blättern abgewaschen wird und die Luft, die so im Wald drin steht, das ist halt dann schon eine, die kann durchaus eben durch diesen Kammeffekt, gerade auch bei Nadelwäldern mit langen Nadeln, die ohnehin auch den Nebel auskennen, um so an ihr eigenes Wasser zu kommen, die haben auch einen gewissen Luftreinigungseffekt. Und ja, es gibt schon so gewisse Tendenzen, dass wir einfach bessere Luft im Wald haben. Und dann kommt natürlich noch erschwerend dazu, dass die hier ja direkt produziert wird. Das ist zwar ein Trade-off-Geschäft, dazu habe ich mein eigenes Video gemacht, das jetzt nicht unbedingt durch Wald enormste Mengen zusätzliche Luft global produziert werden. Die Menge ist schon irgendwie konstant und das wird langfristig gesehen gleichmäßig umgesetzt. Aber für uns erstmal direkt, die wir hier sitzen, bekommen wir hier die frischeste Luft überhaupt. Und mit Luft meine ich jetzt speziell Sauerstoff natürlich. Das ist so die meteorologische Geschichte. Ein Wald ist eben dann ein Wald, wenn er eben dieses spezielle Waldklima aufweist. Und solange er das nicht hat, ist er auch kein Wald und da kommt ein Flugzeug. Moment, wo habe ich meine Flak? Nein. Aber schön wär's. Der Gedanke kam mir schon häufiger. Ach ja, nutze ich nachher noch ein bisschen, vielleicht.
Freitag bleibe ich auch hocken und bin faul. Ja, ihr kennt mich. Wahrscheinlich letzteres. Die dritte Variante, wie man jetzt einen Wald definieren kann, die ist von der Food and Agriculture Organization, die FAO. Das ist eine Unterorganisation der UN bzw. UNO, je nachdem, wie man die jetzt nennen möchte. Ich nenne sie gern Forestry and Agriculture Organization, weil sie für diese beiden Sachen primär zuständig sind, aber offiziell heißen sie leider Food. Die haben das Wald gar nicht im Namen, sind aber trotzdem so die globale Instanz für Waldfragen, die über sämtliche Nationen, die den Vereinten Nationen angehören, hinweg geklärt werden müssen. Und die hatten das Problem, dass sie eine Walddefinition finden mussten, mit der sich sämtliche Länder dieser Erde irgendwie identifizieren können, weil jeder wollte Wald haben. Deshalb musste man eine Walddefinition finden, die auch Ländern, die gar keinen Wald haben, wie irgendwelche, also keinen Wald, wie wir uns den vorstellen, wie zum Beispiel Zentralafrika und so Länder da drumherum, Länder am Rand der Sahara oder gar Länder in der Sahara, die haben eben das Problem, dass die zumindest mal die klimatische Waldfunktion nicht auf die Reihe kriegen. Das wird da in der Regel nicht erfüllt. Das bisschen, was da an Wald da ist, ist erstens sehr niedrig und zweitens sehr, 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 sehr licht. Also so ein richtig schön geschlossenes Kronendach, wie wir das hier bei uns haben, kommt da nicht zustande. Interessanterweise fällt es auch in Ländern wie Sibirien ist jetzt kein Land, aber dann sagen wir einfach mal nördliches Russland, da ist es auch schwierig, dieses Innenklima vom Wald, das sich wirklich ganz deutlich vom Freiland abhebt, zustande zu kriegen, weil die Bäume da sehr, sehr dünne, schmale Kronen haben, die überwiegend Fichten übrigens, wenn man dann ganz weit nach Norden geht, in die Taiga, wunderbare Landschaft. Da war ich jetzt bisher nur in Ansätzen. Ich möchte mal gerne in die richtig, 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 richtig große Taiga, also wirklich Sibirien. Das ist so das Land mit der beeindruckendsten Taiga. Klar, die gibt es auch in Kanada, die gibt es auch in Alaska. Aber in Sibirien ist halt wirklich das zusammenhängendste, größte Stück davon. Und man sieht nur Wald. Wohin man guckt und wenn man 100 Meter in die Höhe fliegen würde, dann würde man auch nur Wald sehen. Noch. Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, solche Länder wollen eben auch Wald haben. Deshalb ist die klimatische Definition Käse. Dann gibt es natürlich auch Länder, die einfach kein durchstrukturiertes Land sind wie wir und demzufolge nicht rechtlich definiert haben, was Wald ist. Sonst könnte man ja sagen, ja, in jedem Land ist Wald das, was das Land rein rechtlich als Wald ausgewiesen hat. Das ist aber eben, wie gesagt, längst nicht in jedem Land der Welt der Fall, dass man für alles und ja, wirklich ziemlich alles irgendwelche genauen rechtlichen Vorschriften und Gesetze hat. Ich habe es ja schon eingangs erwähnt, das sorgt für eine gewisse Kontrolle und wirkt dem Chaos entgegen, ist aber hin und wieder, vorsichtig ausgedrückt, ein wenig nervtötend. Ich möchte an dieser Stelle übrigens darauf hinweisen, selbst wenn ich mal ein Gesetz absolut kacke finde, dann sage ich höchstens, dass ich das Gesetz höchstens kacke, äußerst kacke finde. Das darf ich ja im Rahmen der freien Meinungsäußerung. Ne? Aber ich würde jetzt niemals irgendwen irgendwie dazu anstiften wollen, irgendwelche Gesetze zu ignorieren. Was auch nochmal mit ein Grund dafür ist, dass ich hier meistens ein ziemlicher Moralapostel, was die Waldgesetze angeht, bin. Das geht einfach nicht. Ich kann doch öffentlich nicht behaupten, macht alle so viel Feuer, wie ihr wollt. Da stehe ich ja mit einem Bein im Gefängnis. Ich bin bei sowas etwas risikoscheu. Es gibt sowieso das eine oder andere Video, in dem die eine oder andere Kleinigkeit ist, und ich werde euch jetzt den Teufel tun, zu verraten, welche, die rechtlich nicht so 100%ig einwandfrei sind, auch im Rahmen des Urheberrechts. Sind da steinweise so ein ganz kleines bisschen fragwürdige Dinge dabei. Aber das macht zum Beispiel auch jeder sogenannte Let's Player. Da ist das komplette, der gesamte Kanal bei dem ist urheberrechtlich höchst fragwürdig, es sei denn, er hat jedes Mal vorher den Publisher vom Spiel gefragt. Und das ist bei 99% der Kanäle sicherlich nicht der Fall. Die ganzen kleinen Furzdinger, die noch weniger Abonnenten haben als ich. Haha! Und das, obwohl ich hier die ganze Zeit nur im Wald hocke und labere. Ha! Da bin ich ehrlich gesagt wirklich stolz drauf. Aber ja, ich habe ja gesagt, es ist ein unstrukturiertes Video. Die internationale Walddefinition, um dahin zurückzukommen,
Basiert eben also darauf, dass jeder ein bisschen Wald haben wollte und das, was bei ihm landeskulturell technisch als Wald gilt, zum Beispiel die sogenannte Sahelzone, in der ja so im Abstand von 10 Metern, 15, 20 Metern mal so ein lichtes Bäumchen steht, was dann vielleicht 5, 6 Meter hoch wird, von einem geschlossenen Kronendach kann da überhaupt keine Rede sein. Die Definition lautet, dass das ein Wald ist, was mindestens 5 Meter hoch ist, einen Bedeckungsgrad von 10% aufweist, also 10% einer gesamten Fläche, die man sich halt anguckt, nehmen wir jetzt mal einen Hektar, muss von Ästen, Laub, Blättern, Nadeln, ist alles dasselbe, mehr oder weniger, beschattet sein. Das ist lächerlich. Das haben wir bei uns absolut überall. Das haben wir ja fast noch auf dem Kahlschlag. Na, das dann eigentlich dann irgendwo nicht mehr. Aber wenn man zum Beispiel auf dem Kahlschlag, auf einer Hektarfläche von Kahlschlag, da noch 10 große Bäume stehen lässt, dann hat man fast schon diese 10% Überschirmungsfläche irgendwo erreicht. Und es würde in Deutschland kein Mensch auf die Idee kommen, sowas dann vom Erscheinungsbild her als Wald zu bezeichnen. Es ist ja in jedem Fall Wald, weil es ja rechtlich definiert ist, dass es Wald ist. Ja, aber eben das sind so die Kriterien. Mindest zusammenhängende Fläche gibt es, glaube ich, auch noch. Also die wesentlichen Sachen sind auf jeden Fall diese 5 Meter Mindesthöhe der Pflanze, die da steht und eben diese Kronendicht, diese Bestockungsgrad, Beschirmungsgrad ist das entsprechende Fachwort. Manchmal setzt es aus von 10%. Interessant ist, dass dann viele Apfelbaumäcker in Deutschland nach der UN Klassifikation, also der FAO-Klassifikation, um genau zu sein, auch Wald sind. Die FAO geht übrigens noch weiter und hat definiert, welche Waldtypen es denn so gibt. Da gibt es zum Beispiel den Semi-Natural Forest. Leider muss ich Englisch sprechen, ich weiß, es ist immer eine Katastrophe. Fangen wir mal beim Natural Forest an. Das ist tatsächlich dann der Urwald, der Naturwald. Der Wald, in dem der Mensch keine Rolle auf das Aussehen des Waldes gespielt hat, haben wir in größeren Flächen immer noch in den Tropen, noch für 3 Jahre. Und immer noch in der Taiga, die ich ja eben schon erwähnt hatte, noch für vielleicht 5 Jahre. Das ist sehr pessimistisch. Es wird schon noch ein bisschen länger dauern, aber ich traue uns da allerhand zu und bin da gerne ein bisschen pessimistisch. Dann ist man hinterher nicht überrascht und kann sagen, ich habe es euch ja gesagt. Und wenn es doch nicht dazu kommt, dann gibt man gerne zu, dass man es zwar gesagt hat, es aber Gott sei Dank nicht dazu gekommen ist. Da gebe ich wirklich sehr gerne zu, dass ich mich geirrt habe in so einer Situation. Die sind selten. Dann eben dieser sogenannte Semi-Natural Forest. Und an dieser Stelle ist es jetzt interessant, dass da Deutschland, da kann man schön sehen, welche politische Macht wir in der FAO haben, weil wir haben ganz massenweise wirklich ordentlich große Flächen von sogenannten Semi-Natural Forest. Der ist zwar ursprünglich mal gepflanzt worden, sieht jetzt aber wieder so naturnah aus, dass er eben schon wieder als ein fast Urwald klassifiziert ist, international. Eigentlich würde das in Deutschland auf nur ganz wenige Wälder wirklich zutreffen, dass die ganz nah dran sind am Urwald. Das ist ja selbst streng genommen wegen der fehlenden natürlichen Baumartenzusammensetzung. Der Bannwald Wilder See, wer das Video gesehen hat, kam gerade vor einiger Zeit raus. Selbst der ist ja streng genommen eigentlich nicht kurz davor, ein Urwald zu sein, weil sowas Elementares wie die falschen Bäume, die da rumstehen, das kann man dann einfach nicht mehr als Urwald bezeichnen. Eigentlich sollte man meinen. Die FAO kann es aber trotzdem. Und was anderes ist übrigens auch nochmal interessant, dass Plantations, also Plantagen, haben wir in Deutschland interessanterweise so gut wie nicht. Haben wir natürlich doch, weil die Fichtenmonokultur, die klassische, das ist nichts anderes. In anderen Ländern wird sowas auch als Plantage ausgewiesen. Das ist genau der gleiche Waldtyp, eine Baumart in Reih und Glied gepflanzt, sieht dann so ein bisschen waldartig aus, hat auch ein dichtes Kronendach und so weiter und so fort, ist aber trotzdem in so ziemlich allen Ländern als Plantage ausgewiesen, bei uns interessanterweise nicht, weil wir sind die Deutschen.
Wir sind wichtig und mächtig und reich und haben erstaunlich viel zu sagen in dieser Food and Agriculture Organization. Also ist jetzt meine Theorie. Ich teile diese Theorie zugegeben mit einem meiner Profs. Also habe ich mir nicht selber ausgedacht. Da bin ich schon drauf gestoßen worden und nicht selber drauf gekommen. Das muss ich fairerweise zugeben. Aber ich finde das wirklich einen überaus interessanten Gedanken, dass man da mal merkt, wie wichtig wir eigentlich so in globalen Umweltfragen sind. Übrigens auch bei sämtlichen Weltklimagipfeln, also die COPs heißen die, K-O-O-P oder C-O-O-P, wenn man es dann Englisch ausspricht, was ja korrekter wäre, also offiziell wirklich C-O-O-P, die haben immer dann eine entsprechende Nummer dahinter, das ist dann der so und so vielte. Und bei denen ist Deutschland auch immer enorm wichtig. Sehr präsent, sehr, sehr, sehr wichtig und es wird auch relativ viel auf uns gehört. Wir nehmen auch fast immer eine gewisse Vorreiterrolle ein. Jetzt muss ich kurz überlegen, wo ich stehen geblieben bin mit dem, was ich eigentlich erzählen wollte.